Die Messe, die wir zelebrieren lernen, ist mehr als 1000 Jahre alt und im Wesentlichen seit dem 6. Jahrhundert so festgelegt. Ihre Zeitlosigkeit entspringt aus der Tatsache, dass sie das eucharistische Mysterium vollständig ausdrückt. Der Zelebrant, der sich von diesem Ritus führen lässt, handelt nicht aus sich, sondern als Diener Christi und der Kirche. Der Altar ist mit drei Tüchern geschmückt, die den Altarstein bedecken. Das Messbuch ist für die Tagesmesse aufgeschlagen. Es ist geschlossen und der Schnitt liegt zur Altarmitte hin. Wenn es ein Ziborium zu konsekrieren gibt, stellt man es vor der Messe auf der Evangelienseite auf den Altar. Man legt ein Velum auf die Lesungsseite für den Fall, dass das Ziborium später in den Tabernakel gestellt werden soll. Auf den Kanontafeln hat man die wichtigsten Gebete des Ordinariums der Messe vor Augen. Die Kerzen sind angezündet. Nach der Vorbereitung im Gebet geht der Priester in die Sakristei. Er wäscht sich die Hände. Er legt das Kelchtuch über den Kelch, dann kommen die Patene, die große Hostie und die Palla. Darüber wird das Kelchvelum so gelegt, dass es den Kelch von vorne ganz verdeckt. Das Korporale gehört in die Bürse, die anschließend auf den Kelch gelegt wird. Der Priester zieht die Gewänder an. Er nimmt das Amikt, legt es auf seinen Kopf und unmittelbar anschließend auf seine Schultern. Er befestigt es. Er zieht die Albe an. Anschließend das Zingulum. Mit der rechten Hand nimmt er den Manipel, den er küsst, bevor er ihn über den linken Arm streift. Mit beiden Händen nimmt er die Stola, die ebenfalls geküsst wird. Sie wird über der Brust gekreuzt und mit den Enden des Zingulums befestigt. Schließlich zieht er die Kasel an. Während er so die Gewänder anzieht, kann der Priester die dafür vorgesehenen Gebete beten. Der Priester nimmt den Kelch mit der linken Hand, legt die rechte Hand flach auf die Bursa, grüßt das Kreuz und geht zum Altar. Beim Eintreten in die Kirche nimmt der Priester Weihwasser und segnet sich damit. Am Altar angelangt, verehrt er den Altar mit einer tiefen Verneigung oder einer Kniebeuge, falls der Tabernakel auf dem Altar das Allerheiligste enthält. Die Kniebeuge macht er bis zum Boden. Am Ende der Messe beim Verlassen des Altars macht er es ebenso. Bei den übrigen Kniebeugen berührt das Knie die erste Altarstufe. Der Zelebrant richtet den Kelch für die Messe her. Zunächst stellt er ihn auf die Evangelienseite. Daraus entnimmt er das Korporale und legt es in noch gefaltetem Zustand in die Mitte des Altars. Die Bürse wird gegen das Bord
auf der Evangelienseite gelehnt, der Rand des Korporales kommt 2 Finger breit von der Altarkante zu liegen. Dies deswegen, weil der Priester mehrere Male während der Messe die gefalteten Hände auf den Altar legt, was so aussieht. Dabei sollen die Hände das Korporale nicht berühren. Der Priester stellt den Kelch, der immer noch verhüllt ist, auf das Korporale, und zwar genügend weit nach hinten, damit er den Altar küssen kann, wenn es notwendig ist. Er öffnet das Missale auf der Seite des Introitus. Dies tut er mit beiden Händen. Immer wenn er auf der Lesungsseite umblättert, macht er es ebenso. Er faltet die Hände vor der Brust, der rechte Daumen über dem linken. Dann macht er eine Kopfverneigung zum Altarkreuz und steigt vor die Altarstufen hinunter. Dabei dreht er sich zur Lesungsseite, was generell für alle Drehungen gilt. Der Priester macht eine Kniebeuge auf die erste Stufe des Altars oder eine Verneigung, wenn das Allerheiligste nicht im Tabernakel ist. In diesem ersten erklärenden Teil wird der Priester alle Gebete mit lauter Stimme beten, damit man leichter den Zusammenhang von Gebeten und Gästen erkennen kann. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Das Kreuzzeichen wird mit der rechten Hand gemacht, während die linke Hand flach unter der Brust liegt. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificat juventutem meam. Judicame Deus edicene causa meam, de gente non sancta, abomine nico et doloso erue me. Quia tu es, Deus, fortido mea, qua remere poesi, et qua retricit in shedo de malficit in minimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsam ed eluxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et introibo et are Dei, adium crucificat juventutem meam. Confitebor tibi in citara Deus, Deus meus, qua retristides anima mea, et qua reconturbas me. Spera in Dio, conima du confitebor ili, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Adium glorificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confiteor omnipotenti, beate Mariae semper Virginis, beate Michaeli. Für das Confiteor verbeugt der Priester sich tief. Bei jedem Mea culpa schlägt er an die Brust. Mea culpa, mea maxima culpa. Er richtet sich erst wieder auf, wenn die Ministranten das Miseriatur gebetet haben. Amen. Confiteor omnipotenti, beate Mariae semper Virginem, beatum Michaeli Arcangelo, beatione Battiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaeli Arcangelum, beationem Battistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misera tu vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Nach dem Gebet Indulgentiam verneigt der Priester sich leicht, während er die letzten Verse des Stufengebetes betet. Deus tu conversus vivificabis nos, et presto et habitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Beim Oremus breitet der Priester die Hände aus
und faltet sie dann gleich wieder. Dabei achtet er darauf, dass die Handflächen einander gegenüber sind und nicht über die Schultern hinausreichen. Oremus. Der Priester steigt mit gefalteten Händen zum Altar herauf und betet mit leiser Stimme das Gebet Aufer Anobis. Dieses Gebet soll beendet sein, wenn er direkt vor dem Altar ankommt. Beim Oramus Dei verneigt sich der Priester und legt die gefalteten Hände auf den Altar. Bei den Worten Quorum reliquiae hic sunt küsst er den Altar, während die Hände flach auf dem Altar liegen. Er betet das Gebet zu Ende, während er zum Messbuch geht. Schauen wir uns diese Bewegung genauer an. Der Priester legt die geschlossenen Hände auf den Altar, wobei seine Finger nicht das Korporale berühren. Dann legt er die Hände flach links und rechts neben das Korporale, wobei die Handgelenke auf dem Rand des Altars liegen. Dann beugt er sich, um den Altar zu küssen. Beim Wiederaufrichten faltet er die Hände und geht zum Missale, während er das Gebet Oramus Dei zu Ende betet. Schauen wir uns das noch ein letztes Mal an. Oramus Dei Domine per merita sanctorum tuorum quorum reliquiae ixum et omnium sanctorum ut indulgere dineris omnia peccata mea. Amen. Bei den ersten Worten des Introitus macht der Priester ein Kreuzzeichen. Beim Gloria Patri verneigt er sich zum Altarkreuz und wiederholt den ersten Teil des Introitus. Wenn in den Messtexten die heilige Dreifaltigkeit oder der Name Jesus vorkommt, verneigt der Priester sich zum Altarkreuz. Wenn der Name Mariens oder des Tagesheiligen erwähnt wird, geschieht die Verneigung zum Missale hin. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Das Kyrie und das Gloria werden in der Mitte des Altares gebetet. Beim Beginn des Gloria breitet der Priester die Hände aus, hebt sie auf Schulterhöhe, vereint sie wieder und legt sie vor die Brust. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus boni voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei Filius Patris. Bei den letzten Worten des Gloria macht der Priester ein Kreuzzeichen. Zum Dominus Vobiscum küsst der Priester zunächst den Altar und wendet sich dann zum Volk, Drehung wie immer zur Lesungsseite. Mit niedergeschlagenen Augen breitet er die Hände aus und sagt, Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Wie üblich achtet er hier auf das richtige Ausbreiten der Hände. Oremus. Beim Oremus breitet er kurz die Hände aus und verneigt sich zum Altarkreuz. Oremus. Während der Kollekte hält der Priester die Hände ausgebreitet. Sie werden beim Per Dominum wieder zusammengelegt und bei den Worten Jesus Christus verneigt er sich zum Altarkreuz. Wenn das Gebet mit den Worten Quitecum oder Qui vivis endet, legt der Priester bei den Worten In Unitate die Hände wieder zusammen. Während der Lesung legt der Priester die Hände auf den Schnitt des Missale oder auf den Altar, wobei die Daumen den Rand des Missale berühren. Wenn Gläubige in der Messe sind, kann
kann Erlesung und Evangelium zum Volk gewendet in der Landessprache lesen. Das Graduale, Alleluja und der Traktus und falls notwendig die Sequenz werden auf gleiche Weise gelesen mit den Händen am Missale. Danach faltet der Priester wieder die Hände und geht in die Mitte des Altars. Zum ersten Mal seit Beginn der Messe erhebt der Priester die Augen zum Altarkreuz oder falls dies unter Augenhöhe steht, zum Himmel, schlägt sie sogleich wieder nieder und verneigt sich tief. Die Hände bleiben vor der Brust gefaltet und er betet das. Itam et tua grata miserazione digni remundare ut sanctum evangelium tuum digni vale annunciare per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Dominus sit in corde meo in labis mis, ut digni et competenter annunciem evangelium suum. Amen. Mit gefalteten Händen sagt er Dominus vobiscum. Bei den Worten Sequentia Sancti Evangelii legt er die linke Hand auf den Schnitt des Missale und macht mit dem rechten Daumen ein Kreuz auf der Stelle, wo das Evangelium beginnt. Mit der linken Hand auf der Brust zeichnet er sich selbst mit dem rechten Daumen ein Kreuz auf die Stirn, die Lippen und die Brust. Dann faltet er die Hände. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In illo tempore loquente Iesu ad turbas extolens vocem, quid a morir de turba dixit illi, beatus venter qui te porta vit et uberaque succisti. At ille dixit, qui nemo beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. Los tibi Christi. Per evangelita dicta, deleantur nostra delicta. Nachdem er die Worte per evangelica dicta gesagt hat, küsst der Priester den Anfang des Evangelientextes und fährt dann fort, Deleantur nostra delicta. Mit beiden Händen stellt er das Missale zum Korporale. Falls notwendig, rezitiert der Zelebrant das Credo in der Mitte des Altars. Bei den ersten Worten macht er dieselben Gesten wie beim Gloria. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem cœli et terrae, Visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine. Bei den Worten et incarnatus est, macht er mit dem rechten Knie eine Kniebeuge bis zur Erde und legt dabei die Hände auf den Altar. Er erhebt sich erst nach den Worten. Während er die letzten Worte des Credo betet, bezeichnet er sich mit dem Kreuz. Es beginnt die Opferung. Der Zelebrant küsst den Altar und wendet sich zum Volk. Zum Altar zurückgewendet, sagt er, breitet die Hände aus und schließt sie gleich wieder. Mit gefalteten Händen liest er die Antiphon des Offertoriums. Der Zelebrant hebt schweigend das Velum vom Kelch und gibt es dem Ministranten. Die linke Hand auf den Altar gelegt, nimmt er den Kelch beim Knauf und stellt ihn außerhalb des Korporale auf die Lesungsseite. Wenn es ein Ziborium gibt, nimmt er mit der rechten Hand den Deckel ab, wobei die linke den Fuß des Ziboriums festhält. Er nimmt die Patene und hält sie mit zwei Händen auf der Höhe seiner Brust. Einen Augenblick erhebt er seine Augen zum Altarkreuz und schlägt sie gleich wieder nieder. Mit den Augen auf der Hostie Suscipe Sancte Pater Omnipotens et Ene Deus, anc Immaculatam Ostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentiis meis,
et pro omnibus circumstantibus, et et pro omnibus fidelibus Christianis, vivis et quae defunctis, ut micetilis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Beim Ablegen der Hostie geht der Priester so vor. Er senkt die Patene und macht mit ihr ein Kreuzzeichen über dem Korporale. Die Hostie wird im vorderen Teil in der Mitte niedergelegt. Er nimmt die Patene mit der rechten Hand und schiebt sie nun zur Hälfte unter das Korporale auf der Lesungsseite. Falls notwendig, schließt er das Ziborium in derselben Weise, wie er es geöffnet hat. Während er zur Lesungsseite geht, nimmt er den Kelch mit sich in der linken Hand. Er reinigt das Innere der Kuppa. Er setzt den Kelch ab und faltet das Purificatorium doppelt über seinen linken Daumen. Er segnet das Wasser und beginnt mit dem Gebet. Er reinigt das Innere der Kuppa mit Hilfe des Purificatoriums, das er dafür über seinen rechten Zeigefinger gelegt hat. Den Kelch mit der linken Hand nehmend, stellt er ihn zum Korporale, bevor er selbst zur Mitte des Altars zurückkehrt. Er legt das gefaltete Purificatorium auf die noch sichtbare Hälfte der Patene. Die rechte Hand am Knauf des Kelches, die linke Hand unter dem Fuß, hebt er die Kuppa des Kelches auf Augenhöhe. Den Blick auf das Kreuz geheftet, Oferimus tibi, Domine Calicem, salutaris tuam de precortes clementiam, ut in conspectu divinae majestatis tue, pro nostra et... Am Ende des Gebetes senkt er den Kelch herab, macht mit ihm ein Kreuzzeichen über dem Korporale und stellt ihn hinter die Hostie. Mit dem linken Hand am Fuß des Kelches bedeckt er ihn mit der Palla. Auf diese Weise hält er jedes Mal den Kelch fest, wenn er ihn bedecken oder abdecken muss. Mit den gefalteten Händen auf dem Altar. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamo a te Domine et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placeat tibi Domine Deus. Dann fährt er fort. Veni sanctificator omnipotens et eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Kommen wir noch einmal auf die Gesten dieses Gebetes zurück. Der Priester richtet sich auf, indem er die Augen auf das Kreuz heftet. Zur gleichen Zeit hebt er die Hände auf die Höhe der Brust, um sie sogleich wieder zu vereinen. Er segnet die Opfergaben bei den Worten: Macht das Kreuzzeichen zugleich über die Hostie und den Kelch. Jedes Mal, wenn er die Opfergaben segnet, der Priester die linke Hand auf den Altar legt, außerhalb des Korporale vor der Wandlung, auf das Korporale nach der Wandlung. Die Segnung ergeht entweder über Kelch und Hostie zusammen oder jeweils einzeln, je nach den Angaben des Missale. Das Kreuzzeichen wird immer waagerecht gemacht. Veni sanctificator omnipotens et eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Der Priester lässt das Wasser über die Enden von Daumen und Zeigefinger laufen. Vocem laudis et enarem universa mirabilia tua, Domine delexi decorem domus tu et locum habitationis gloriae tue, ne perdas cum impeis Deus anima meam et cum viris sanguinum vita meam in corum manibus iniquitate sunt dextera eorum repleta es moneribus. Ego te mi innocentia me in Christus sum, redime me et miserere mei. Beim Gloria Patri verneigt er sich zum Kreuz. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Schweigend erhebt er die Augen zum Kreuz und schlägt sie gleich wieder nieder. Dann verneigt er sich ein wenig und mit gefalteten Händen auf dem Altar beginnt er das Gebet. Suscipi Sancta Trinitas in comblationem quam tibi offeremus ob memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Jesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Mariae Semper Virginis et Beate Ionis Batiste et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Historum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem nobis autem ad salutem,
et libro nobis intercedere linentur in celis, coro memoria magimus interis, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Am Ende des Gebetes küsst er den Altar, vereint die Hände und wendet sich zum Volk. Mit niedergeschlagenen Augen breitet er die Hände aus und vereint sie wieder wie bei einem Oremus. Entgegen der Gewohnheit kehrt sich der Priester nun über die Evangelienseite zum Altar zurück. Der Priester antwortet mit leiser Stimme: Amen. Die Hände vor der Brust ausgebreitet, betet er jetzt die Sekret. Tua Domine propitiatione et Beate Mariae Sanpe Virginis intercessione ad perpetuam ad quo presentem et oblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Vor dem Ende der Konklusion hält der Priester inne. Der Priester schlägt das Missale auf der Seite der Präfation auf. Er legt die Hände auf den Altar und fährt fort. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Beachten wir die synchronen Bewegungen. Sursum corda. Habemus a Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Die Hände erhoben und zum Missale gewendet, fährt er mit der Präfation fort. Für das Sanctus vereint er die Hände und hält sich verneigt. Er richtet sich erst wieder beim Benediktus auf, wenn er sich mit dem Kreuz bezeichnet. Der Priester streckt die Hände aus und nach oben, während er die Augen erhebt, dann verbindet er die Hände und senkt den Blick. Er legt die Hände sogleich auf den Altar und verneigt sich dabei tief. Mit dem Gebet beginnt er erst, wenn er tief verneigt ist. Uti acceptabes et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia libata. Die Kreuzzeichen werden über den Kelch und die Hostie gemacht. Ohne die Füße zu bewegen, wendet er sich zum Missale und breitet die Hände aus. Dabei hat er das Missale und die Opfergaben in seinem Blickwinkel. Er wendet sich direkt zum Altar, um zu segnen oder um sich zu verneigen. Er erhebt und vereint die Hände, die er vor dem Gesicht hält, ohne dies zu berühren. Er kann die Hände auch vor der Brust halten. So verweilt er einige Augenblicke, den Kopf geneigt, für das Gedächtnis der Lebenden. Wenn er das Gebet wieder aufnimmt, breitet er die Hände von neuem aus. Er wendet die Seiten mit der linken Hand und die rechte ruht auf dem Altar, neben dem Korporale vor der Wandlung, auf dem Korporale nach der Wandlung. Communicantes et memoria venerantes in primis gloriose Sanpe Virginis Mariae, genetricis Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sedet beti Iosef et Iusem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum Petri et Pauli, Andrei Jacobi, Ioannis, Tomei Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Cornelii, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concilas, ut in omnibus protectionis tuum moniamur auxilio, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Beim Ende des Kommunikantes faltet er die Hände. Bei den ersten Worten des Hanc Igitur streckt er die Hände über die Opfergaben aus. Dabei sind die Hände Seite an Seite, der rechte Daumen über dem linken. Er vereint die Hände erst wieder am Ende des Gebetes.
Angigitur oblationem servitutis nostre, selecum te familie tu equesumus domine, ut placatus accipias iesque nostros in tua pace dispanas, atque ab aeterna damnatione nostri ripiet, in electorum tuorum iubeas rege numerari, per Christum dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam rationabilem acceptabilem que facere dineris ut nobis corpus. Hier werden die Segnungen auf folgende Weise gemacht. Die ersten drei über die beiden Opfergaben zusammen, die vierte über die Hostie allein, die letzte über den Kelch. Der Schluss des Gebetes wird mit gefalteten Händen gebetet, mit Verneigung zum Kreuz bei den letzten Worten. Wenn ein Ziborium konsekriert wird, nimmt der Priester mit der rechten Hand den Deckel ab, während die linke den Fuß des Ziboriums festhält. Wenn nötig, reinigt er Daumen und Zeigefinger auf dem Korporale. Er erhebt die Augen zum Himmel und schlägt sie sogleich nieder. Er verneigt das Haupt. Die Hostie mit linkem Daumen und Zeigefinger haltend, segnet er sie und nimmt dann die Hostie wieder in beide Hände. Hier hält er inne, legt die Ellbogen auf den Altar und verneigt sich. Deutlich und mit Respekt spricht er die Wandlungsworte. Der Zelebrant macht eine Kniebeuge zum Zeichen der Anbetung, während er immer noch die Hostie mit Daumen und Zeigefinger hält. Er erhebt die Hostie so hoch, wie es leicht geht. Die Augen auf sie geheftet, zeigt er sie mit Ehrfurcht dem Volk. Er senkt die Hostie nieder. Kommen wir noch einmal auf die Gesten dieses Gebetes zurück. Qui predie quam pater et tur, accepit panem in sancta sac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum ad Deum patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit fregit delitque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Der Zelebrant deckt den Kelch ab. Wenn notwendig, streift er seine Finger über dem Kelch ab, um die Partikel in den Kelch fallen zu lassen, die vielleicht hängen geblieben sind. So kann er es jedes Mal machen, wenn er den Kelch abdeckt. Er nimmt den Kelch mit beiden Händen, hebt ihn ein wenig empor und setzt ihn gleich wieder nieder. Accipiens et umprecarum calicem in sancta sac venerabiles manus suas. Er verneigt das Haupt. Idem tibi gratias agens. Dann segnet er den Kelch. Benedixit. Die linke Hand hält den Kelch unter der Cupa. Delitque discipulis suis dicens accipite et bibite ex eo omnes. Er hält inne und legt die Ellbogen auf den Altar. Die linke Hand am Fuß des Kelches, die rechte am Knauf des Kelches. Ehrfürchtig spricht er die Worte der Wandlung. Ich est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui provobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Er stellt den Kelch auf das Korporale und sagt dabei, dann macht er eine Kniebeuge
um das kostbare Blut anzubeten. Der Priester erhebt den Kelch so hoch, wie es leicht geht. Die Augen auf ihn geheftet, zeigt er ihn ehrfürchtig dem Volk. Er nimmt den Kelch herunter und bedeckt ihn sogleich, wobei er die linke Hand an den Fuß des Kelches legt. Abschließend macht er eine Kniebeuge. Wiederholen wir noch einmal die ganze Handlung. Simili murupus quam scinetum est, ac scipiens et un precarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, ac scipite lubite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Equotiescumque feceritis, in me memoriam facietis. Und et memores Domini nos servituis et et plebs tua sancta Iusem Christi, fili tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, offerimus preclare majestati tui de tui... Wie üblich vereint der Priester die Hände, bevor er die Kreuzzeichen macht. Die ersten drei werden über Kelch und Hostie zusammengemacht, die vierte über die Hostie allein und die fünfte über den Kelch. Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Supraque propitio esse nutri spicere et ineris et acceptabere, sicut acceptabere dignatus est munera pueri tui justi Abel et sacrificium patriarchae nostrae. Das Gebet Supplices te rogamus betet er tief verneigt, die gefalteten Hände auf dem Altar. Dann küsst er den Altar, richtet sich auf und macht das Zeichen des Kreuzes über die Hostie und dann über den Kelch. Er bezeichnet sich mit dem Kreuz, bevor er die Hände vereint. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubi perferi per manus sancti angeli tui in sublime terretum et conspectu divinae majestatis tui ut quod. Ex sac altaris participatione sacro sanctum filii tui corpus, et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti, et gratia repleamur per Ionem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine famulorum quetuarum, qui nos prece serum cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Für das Memento breitet er die Hände aus und faltet sie vor der Brust. Dann hebt er sie in Gesichtshöhe und mit Blick auf die Hostie gedenkt er der verstorbenen Gläubigen. Die Hände wieder ausbreitend, fährt er mit dem Gebet fort. Am Ende des Gebets faltet er sie und verneigt sich. Ut indulgeas precamur, per Ionem Christum Dominum nostrum. Amen. Am Beginn des Nobis Quoque schlägt er sich an die Brust. Cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Ioannes Stefano, Mattia Barnaba, Ignatio Alexandro Marcellino, Petro Felicitate Perpetua, Gata Lucia, Agnete Cecilia Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meritis et venie quesumus... Bei den letzten Worten des Nobis Quoque vereint er die Hände zum Segnen. Die drei Kreuzzeichen werden über Hostie und Kelch gemacht. Per quem economia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Für das Per Ipsum deckt er den Kelch ab und macht eine Kniebeuge. Er nimmt die Hostie zwischen rechten Daumen und Zeigefinger, er hält den Kelch mit der linken Hand. Mit der Hostie
macht er dreimal ein Zeichen des Kreuzes über der Kuppa des Kelches und sagt, per ipsum et cum ipso. Während die linke Hand am Kelch bleibt, macht er mit der Hostie zwei weitere Kreuzzeichen zwischen dem Kelch und seiner Brust und sagt, dann hält er die Hostie wieder über der Kuppa des Kelches, den er mit den letzten drei Fingern der rechten Hand hält. Omnis honor et gloria. Darauf stellt er den Kelch ab, legt dann die Hostie ab und reinigt die Finger über den Kelch, bevor er ihn zudeckt. Bevor er fortfährt, macht er eine Kniebeuge, bei der die Hände auf dem Korporale ruhen. Schauen wir uns die Bewegung noch einmal in ihrer Gesamtheit an. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Beachten wir die Bewegung der Hände. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Am Ende des Vaterunser sagt er leise Amen, legt die linke Hand auf den Altar und die rechte Hand reinigt die Patene mit dem Purificatorium. Er hält sie senkrecht zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Dann beginnt er das Gebet, während die linke Hand immer noch auf dem Altar ruht. Libera nos quae sumus, Domine, ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris. Et intercedente beata te gloriosa Semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo et quae Andrea et omnibus sanctis. Er zeichnet sich mit der Patene und küsst sie anschließend. Da propitius pacem in diebus nostris. Er schiebt die Patene unter die Hostie, ut ope misericordiae tue adiuti. Deckt den Kelch ab, et a peccato simus Semper liberi. Er macht eine Kniebeuge, et ab omni perturbatione securi. Und nimmt die Hostie zwischen rechten Daumen und Zeigefinger. Mit beiden Händen hält er sie über der Kuppa und bricht sie dann ehrfürchtig in der Mitte, indem er sagt, er legt die rechte Hälfte auf die Patene, dann bricht er von der linken Hälfte einen kleinen Teil ab mit den Worten, diesen kleinen Teil hält er zwischen rechtem Daumen und Zeigefinger und legt die linke Hälfte auf die Patene, die linke Hand am Knauf des Kelches und immer noch den kleinen Teil in der rechten Hand haltend, sagt er, mit dem kleinen Teil macht er drei Kreuzzeichen über der Kuppa des Kelches und sagt, er lässt den kleinen Teil in das kostbare Blut fallen und bedeckt den Kelch mit den Worten, schauen wir uns dies noch einmal an. Libera nos quae sumus, Domine, ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa Semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simus Semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Perium dem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et commixio, consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Der Priester faltet die Hände und verneigt sich immer noch. Der Priester ist verneigt und die gefalteten Hände liegen auf dem Altar. Er schaut die heiligen Gestalten an. Et qua donare dineris qui vivis et regnas Deus per omnia secula seculorum. Amen. Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundum vivificasti. Libera me per hoc sacro sanctum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis, et fac me tuis semper inerere mandatis, et aeternum quam separari permitas, qui cum eodem Deo Patre et Spiritus Sancto vivis et regnas Deus in secula seculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domine Iesu Christe, quod ego indignus sumere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mihi totam mentum mentis et corporis et ad medelam percipientam, qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus. Für die Kommunion, er macht eine Kniebeuge und beim sich Erheben sagt er, er nimmt die Hostie, um sie zwischen linkem Daumen und Zeigefinger zu halten, dann schiebt er unter die Hostie die Patene, die von den letzten drei Fingern gehalten wird. Verneigt schlägt er sich dreimal an die Brust und sagt dreimal: Domine non sum dignus tut intre subtectum meum sed tantum ne verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus tut intre subtectum meum sed tantum ne verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus tut intre subtectum meum sed tantum ne verbo et sanabitur anima mea. Er legt die beiden Hälften der Hostie übereinander und nimmt sie in seine rechte Hand. Er segnet sich mit der Hostie. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Die Ellbogen auf den Altar legend, kommuniziert er ehrfürchtig. Sogleich legt er die Patene ab, faltet die Hände, richtet sich auf und bleibt einige Augenblicke gesammelt, während er die gefalteten Hände vor dem Gesicht hält. Panem celestem accipiam et nomen Domini invocabo. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum sed tantum ne verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum sed tantum ne verbo et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intre subtectum meum sed tantum ne verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Er deckt den Kelch ab und macht eine Kniebeuge. Er nimmt die Patene in die Hand und sammelt mit ihr die Partikel der Hostie, die vielleicht auf das Korporale gefallen sind. Mit rechtem Daumen oder Zeigefinger streift er sorgfältig die Patene über dem Kelch ab. Dann werden die Finger abgestreift. Die Patene in der linken Hand haltend, nimmt er den Kelch mit der rechten. Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo. Laudans in vocabo Dominum et abidimici. Mit dem Kelch macht er ein Kreuzzeichen über sich und sagt: Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima meam in vitam aeternam. Amen. Die Patene unter den Kelch haltend, konsumiert er das kostbare Blut und den kleinen Teil der Hostie. Setzt Patene und Kelch ab und bedeckt den Kelch. Wenn der Priester dem Ministranten die Kommunion geben soll, schiebt er den Kelch leicht nach links zur Seite und bedeckt ihn mit der Palla. Er öffnet den Tabernakel, macht eine Kniebeuge und nimmt das Ziborium heraus, das er abdeckt.
Wenn die Ministranten das Confiteor gebetet haben, dreht sich der Priester zu ihnen und sagt das Misereatur und das Indulgentiam. Dann wendet er sich zum Altar, nimmt das Ziborium in die linke Hand und eine Hostie zwischen rechten Daumen und Zeigefinger. Er wendet sich zu den Gläubigen und sagt, mit ihnen betet er, Domini non sum denius ut in tres subtectum meum, set tantum di verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum denius ut in tres subtectum meum, set tantum di verbo et sanabitur anima mea. Domini non sum denius ut in tres subtectum meum, set tantum di verbo et sanabitur anima mea. Dann gibt er ihnen so die Kommunion. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Er macht eine Kniebeuge, schließt das Ziborium, bedeckt es mit dem Velum und setzt es zurück in den Tabernakel. Von neuem macht er eine Kniebeuge und schließt den Tabernakel. Dann reinigt der Priester die Kommunionpatene über dem Kelch. Nach der Kommunion des kostbaren Blutes oder auch nachdem er die Kommunionpatene gereinigt hat, nimmt der Priester die Patene in die linke Hand und hält den Kelch zur Lesungsseite hin, wobei der Kelch aber auf dem Korporale verbleibt. Er legt seine Daumen und Zeigefinger, die immer noch verbunden sind, über der Kuppa zusammen. Der Ministrant gießt Wein und Wasser darüber. Mit dem Purificatorium streift er seinen Mund ab, dann den Kelch. Er breitet das Purificatorium über den Kelch, legt die Patene darauf, dann die Palla. Das Korporale wird gefaltet und kommt in die Bürse. Der Kelch wird mit dem Velum verhüllt. Der Priester legt die Bursa auf das Velum. Beata vescere Maria Virginis, que porta verunt eterni patris filium. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sumptis Domine salutis nostre subsidiis, da quesumus Beate Mariae Semper Virginis patrocinis nos ubique protegi, in cuius venerazione ec tuer pedimus majestati, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Der Priester ist verneigt und die gefalteten Hände liegen auf dem Altar. Nach dem Ende des Placeat küsst er den Altar. Dann richtet er sich auf, erhebt die Augen und mit den Händen auf Schulterhöhe sagt er: Er wendet sich zum Volk und segnet es, indem er sagt: Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Diese Geste ist zu weit. Das Kreuzzeichen soll die gleiche Weite haben, wie wenn der Priester sich selbst segnet. Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Mit dem rechten Daumen segnet er den Altar oder den Anfang des Evangeliums, dann sich selbst und sagt: Initium Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vitae erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribere de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, ed ut testimonium peribere de lumine. Erat lux vera, qui illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus se omnem cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod totem receperunt eum, deliteis potestatem filios Dei fieri, isqui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Wenn er die leoninischen Gebete betet, steigt der Priester hinunter, um am Fuß des Altares zu knien. Der Priester nimmt den Kelch mit der linken Hand, steigt den Altar herunter und macht eine Kniebeuge oder eine tiefe Verneigung und kehrt in die Sakristei zurück.